Die Grand Theft Auto-Reihe ist die vielleicht populärste Videospielreihe aller Zeiten und es wird wohl kaum einen Gamer geben, der noch nie einen der GTA-Teile gezockt hat. Der Publisher Take-Two verdient sich durch die Spiele und vor allem GTA 5 Online eine goldene Nase. Das ist vor allem den Entwicklern von Rockstar North zu verdanken, die früher als DMA Design Limited bekannt waren. Die Reihe begeistert Spieler durch eine interaktive Open World, die mit jedem neuen Teil neue Maßstäbe für Videospiele setzt. Gleichzeitig ist Grand Theft Auto auch immer wieder der Mittelpunkt von Kontroversen, da erwachsene Themen und Gewalt große Teile des Spiels ausmachen. Durch den Fingerzeig auf das moralische Versagen der amerikanischen Gesellschaft, die geschickt hinter Satire versteckt wird, macht sich GTA nicht immer nur Freunde. Seit über 25 Jahren gibt es die Grand Theft Auto-Reihe jetzt schon. Wird also Zeit, einmal zurückzublicken auf die Entstehung einer der größten Videospielmarken aller Zeiten, wie sie sich entwickelt hat, welche Kontroversen durch die Open-World-Reihe aufgekommen sind und was die Zukunft bringen wird. Das ist die Geschichte von Grand Theft Auto. Folge 1 – Die Geburt von Rockstar und der GTA-Reihe. GTA 5 ist momentan der aktuellste Teil der Reihe und sieht auch nach all den Jahren immer noch ziemlich gut aus. Zumindest verglichen mit dem ersten Teil, der 1997 auf den Markt kam. Wir müssen aber noch einige Jahre weiter in die Vergangenheit, genauer gesagt ins Jahr 1984. Hier in der schottischen Stadt Dundee entstand das Fundament für das Entwicklerstudio Rockstar North. In der Stadt Dundee haben sich diese vier Typen hier kennengelernt. Das hier sind David Jones, Russell Kay, Steve Hammond und Mike Daly. Bekannt war die Gruppe unter dem Namen Wir sind die feuchten Banditen. Bekannt waren sie unter dem Namen Kingsway Amateur Computer Club. Die vier Freunde waren begeistert von der Idee, Spiele zu entwickeln und arbeiteten gemeinsam an kleinen Spielen für den Commodore 64 und den ZX Spectrum. Die Entwicklung von Spielen war damals aber eher nur als Hobby geeignet und nicht rentabel genug, um es als Job zu bezeichnen. David Jones wollte aber mehr haben als nur ein nettes Hobby. Aus diesem Grund begann er gemeinsam mit seinem Schulkollegen Tony Smith den Science-Fiction-Shooter Menace zu entwickeln, der für mehrere Plattformen erscheinen sollte. Inspiriert wurde Menace von dem Spiel Salamander, das von Konami stammte. Der große Unterschied war aber, dass Salamander nur in Arcade-Hallen gespielt werden konnte und es keine Version für Heimkonsolen gab. Dass man eine ähnliche Erfahrung auch auf einem Heimcomputer erleben können sollte, war nicht selbstverständlich und der Publisher Psygnosis mit Sitz in Liverpool war vom Spiel sehr angetan. Gemeinsam mit all den anderen des Computerclubs wurde Menace weiterentwickelt. Mit einem Publisher im Rücken fasste David den Entschluss, ein Entwicklerstudio zu gründen. Benannt hat er seine Firma nach einer Zeile in einem Programmierhandbuch für den Amiga. Im Jahr 1987 wurde die Firma DMA Design gegründet. Die Firma, die später in Rockstar North umbenannt werden und mit Grand Theft Auto eine der erfolgreichsten Videospielreihen aller Zeiten erschaffen sollte. Bevor wir zu GTA kommen, schauen wir aber zuerst, wie die ersten Jahre der Firma so gelaufen sind. No, God! No, God, please, no! 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 Keine Sorge, wenn euch die Vorgeschichte von Rockstar nicht interessieren sollte, springt einfach zum nächsten Kapitel. Das erste Spiel Menace war ein solider Erfolg und verkaufte sich über 20.000 Mal. Die Zahl klingt für heutige Verhältnisse natürlich sehr niedrig, damals war das aber ein ziemlicher Erfolg. Durch das Geld, das in die Kasse gespült wurde, konnte David Jones ein kleines Büro in der Stadt Dundee mieten. Kurz danach wurden die ersten Entwickler von DMA Design angestellt, um mehr Spiele entwickeln zu können. Die nächsten paar Spiele waren wie Menace zuvor wieder Side-Scroll-Shooter. Für eines dieser Spiele wurden kleine menschliche Feinde designt und animiert. Diese unscheinbaren Pixelfiguren sollten die Zukunft von DMA Design maßgeblich beeinflussen. Eher als Spaß wurden für diese Figuren ein paar witzige Animationen designt. Die kleinen Figuren inspirierten die Entwickler aber zu einem neuen Spiel. Aus dieser Idee entwickelte sich das Spiel Lemmings, das 1991 erschien und bis heute auf unzählige Plattformen portiert wurde. Dieses Spiel wurde zum größten Erfolg, den die Firma bisher erzielen konnte. Dabei ist das Spielprinzip ziemlich simpel. Eine bestimmte Anzahl an Lemmings läuft in verschiedenen Levels, stur von links nach rechts, ganz egal was ihnen im Weg steht. Ungefähr so wie dieser Typ hier. Der Spieler hat das Ziel dafür zu sorgen, dass die Figuren lebendig am Ziel ankommen und hat dafür verschiedene Werkzeuge, mit denen er die Level bearbeiten kann.
Lemmings wurde zu einem kulturellen Phänomen und verkaufte sich bis heute über 20 Millionen Mal. Was auch daran liegt, dass es über die Jahre auf ca. 30 verschiedenen Plattformen erschienen ist. 2020 bekam das Spiel sogar eine Briefmarke und in Dundee steht auch heute noch eine Skulptur der Lemmings, die an den riesigen Erfolg erinnert. Durch den immensen Erfolg des Spiels konnte DMA Design in einen größeren Bürokomplex übersiedeln und mehr Entwickler anstellen. Über die Jahre erschienen immer mehr Nachfolger zum Spiel Lemmings, die alle positiv aufgenommen wurden. 1994 veröffentlichte DMA Design mit All New World of Lemmings den letzten Teil, den das originale Entwicklerstudio erschaffen hat. Denn die Rechte an der Lemmings-Reihe besaß der Publisher Psygnosis, der wurde aber 1993 von Sony aufgekauft. Dadurch verlor DMA Design ihr eigenes Spiel und ihren Publisher. Beim Entwickler war aber eigentlich niemand wirklich sauer darüber, denn das Team war über die Jahre müde geworden, immer wieder ein Lemmings-Spiel zu entwickeln. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich halte das alles nicht mehr aus. Das Ganze war also Segen und Fluch zugleich. DMA Design sah das Ganze aber als Chance und wollte erwachsene Spiele entwickeln. Nintendo kam mit einem Angebot auf DMA Design zu, da sie wollten, dass DMA Design einen Launch-Titel für den N64 entwickelt. Das Entwicklerstudio nahm begeistert an, denn die technischen Möglichkeiten wollten die Entwickler ausnutzen. Mit Buddy Harvest entwickelte DMA Design ihr erstes Spiel in einer 3D-Umgebung, das nicht mit Gewalt sparte. Davon war Nintendo aber nicht begeistert, sie erwarteten sich eher ein kindgerechtes Spiel wie die Lemmings. Weiß ich nicht, muss das? Oh nee. Buddy Harvest wurde ursprünglich als Launch-Titel für den N64 angekündigt. Durch die Meinungsverschiedenheiten mit Nintendo verzögerte sich aber der Release. Da Nintendo nicht mit dem Spiel einverstanden war, ließen sie Buddy Harvest fallen. Und DMA Design fand mit Midway Games einen Publisher, der das Spiel für den N64 1998 veröffentlichte, also ein Jahr nach dem eigentlich geplanten Release. Das Spiel kam bei der Videospielpresse ziemlich gut an, die Beziehung zu Nintendo zerbrach daraufhin aber. Jetzt kommen wir aber endlich zur Entstehung von Grand Theft Auto. Zeitgleich zur Entwicklung von Buddy Harvest entstand nämlich der erste Teil der Grand Theft Auto Reihe. 1995, also nachdem DMA Design die Lemmings verloren hatte, wollten die Entwickler Spiele für ein erwachsenes Publikum machen. David Jones besuchte das in London ansässige BMG Entertainment, das von den beiden Brüdern Dan und Sam Hauser geleitet wurde. Die beiden Brüder sahen damals aber nicht wirklich großes Potenzial, was Videospiele angeht, da die meisten eher für ein jüngeres Publikum gedacht waren. David Jones änderte das aber mit der Idee, die er den beiden Brüdern vorstellte. Er stellte ihnen das Spiel Race & Chase vor, ein Action-Rennspiel, in dem die Spieler durch die Stadt rasen und versuchen, der Polizei zu entkommen. Aus diesem Rennspiel sollte sich der erste Teil von Grand Theft Auto entwickeln. Nein, doch. Bevor das Spiel den Hauser-Brüdern vorgestellt wurde, machte das Spiel bereits verschiedene Entwicklungen durch. Das Spiel sollte ursprünglich in einer 3D-Welt stattfinden. Die Entwickler schafften es aber nicht, eine so große Stadt flüssig hinzubekommen. Daraufhin entschied man sich für eine Vogelperspektive. In den ersten Versionen des Spiels wählte ein Spieler die Polizisten und der andere die Räuber. Daraufhin sollte sich im Spiel eine spannende Verfolgungsjagd ergeben. Nach wochenlanger Entwicklung merkten die Entwickler aber, dass das Spiel so einfach keinen Spaß macht. Als Polizist ständig darauf achten zu müssen, keine Fußgänger zu überfahren, war eher nur nervig und nicht spaßig. Also entschieden die Entwickler, dass man nur die Räuber spielt. Die Fußgänger bekamen dadurch ebenfalls einen Sinn, denn die zu überfahren brachte jetzt Bonuspunkte. So kamen immer mehr Ideen ins Spiel, wie zum Beispiel, dass man Feuerwehrautos klauen kann, um mit der Sirene herumzuspielen. An diesem Punkt der Entwicklung wurde das Spiel den Hauser-Brüdern vorgestellt, die von der offenen Welt begeistert waren, die daraufhin zustimmten, als Publisher aufzutreten. Allerdings hatten sie eine Bedingung, der Name des Spiels sollte von Race & Chase in Grand Theft Auto umbenannt werden. Nachdem das Grundkonzept jetzt klar war, begann die Entwicklung so richtig. Einfacher wurde es dadurch aber nicht. Die Engine, mit der das Spiel entwickelt wurde, war extrem instabil. Durch unzählige Bugs war es beinahe unmöglich, eine Map zu designen. Aus diesem Grund musste jede Straße im Spiel per Hand aufgezeichnet werden, um sie dann in die Engine zu übertragen. Nach monatelanger Arbeit hatte man die Stadt im Spiel endlich zum Laufen gebracht. Nur um zu merken, dass das Spiel nicht wirklich Spaß macht und durch immer gleiche Liefermissionen langweilig wird. Immer mehr Power-Ups und Waffen kamen ins Spiel, aber nichts davon half, um wirklich Spielspaß zu erzeugen. Eines Tages änderte sich das aber, denn einer der unzähligen Bugs im Spiel sorgte dafür, dass die Polizei nicht wie vorgesehen versucht, den Spieler anzuhalten,
sondern extrem aggressiv immer wieder ins Fahrzeug des Spielers crashte. Es wirkte beinahe so, als würden sich die beiden Autos magnetisch anziehen. Dabei bemerkten die Entwickler, dass es unheimlich viel Spaß macht, der Polizei zu entkommen, wenn sie so aggressiv vorgeht. Anstatt das Problem zu beheben, beschlossen die Entwickler, es zu einem zentralen Gameplay-Feature zu machen. Durch diesen eigentlichen Fehler entstand das Fahndungslevel-System, das heutzutage bei GTA fester Bestandteil ist. Mit dieser Idee wurde das Spiel fertig entwickelt. Die Hauser-Brüder wussten aber, dass spannende Verfolgungsjagden alleine als Verkaufsargument nicht reichen. Zum Glück hatten die zwei aber eine geniale Idee. Sie engagierten den Journalisten Max Clifford, damit der die Nachricht verbreitet, dass bald ein neues Actionspiel mit dem Namen Grand Theft Auto erscheint, das unglaublich brutal und aufregend sei. Eltern in Großbritannien wurden dadurch in Angst und Schrecken versetzt, da sie überlegen mussten, wie sie ihre Kinder vor diesem ach so bösen Videospiel schützen können. Das Spiel macht Schlagzeilen in Zeitungen und Nachrichten, und das Spiel, von dem sonst wahrscheinlich niemand mitbekommen hätte, war in aller Munde. Die Idee funktionierte aber fast zu gut. Die Kontroverse um das noch nicht erschienene Spiel nahm solche Ausmaße an, dass die Besitzer von BGM Interactive den Hauser-Brüdern und DMA Design drohten, das Spiel einzustampfen. Die Entwickler überzeugten die Führungsriege aber davon, dass dieses Spiel eine Goldgrube werden könnte. 1997 war es soweit und Grand Theft Auto wurde für den MS-DOS und Windows veröffentlicht. Später folgte noch eine Umsetzung für die PlayStation 1 und den Game Boy Color. Also schauen wir uns jetzt mal das Spiel etwas genauer an. Zu Beginn kann man zwischen 8 verschiedenen Charakteren wählen. Witzigerweise gibt es aktuell das Gerücht, dass GTA 6 zum ersten Mal eine Frau als Hauptcharakter haben könnte. Genau genommen kann man im ersten Teil aber schon eine Frau als Charakter wählen. Fairerweise muss man aber sagen, dass die Charakterwahl in diesem Spiel überhaupt keinen Einfluss hat. Das Spiel startet in der Stadt Liberty City, einer fiktiven Version von New York. Ziel ist es, verschiedene Jobs anzunehmen, um Geld zu verdienen und die Geschichte voranzutreiben. Aufträge bekommt man zu Beginn von der Mafia, die hauptsächlich daraus bestehen, Pakete auszuliefern oder Charaktere an bestimmte Punkte zu fahren. Mit der Zeit kommen größere Aufträge, wie zum Beispiel Fluchtfahrer für einen großen Banküberfall. An einem gewissen Punkt der Story wird der Hauptcharakter aber von der Polizei gesucht und flüchtet in eine andere Stadt. Jetzt befindet man sich in San Andreas, der GTA-Version von San Francisco. Später landet man auch noch in Vice City, also in der GTA-Version von Miami. In beiden Städten bekommt man auch öfter Aufträge, gewisse Charaktere zu töten. Die Handlung in GTA 1 ist nicht wirklich erwähnenswert und man vergisst sie recht schnell wieder, genauso wie die Missionen, die sich mit der Zeit einfach zu sehr ähneln. Das war den meisten Spielern aber ziemlich egal. Der Spaß an dem Spiel entstand dadurch, Chaos in der Open World zu hinterlassen und mit verschiedensten Waffen alles und jeden niederzuballern, der sich bewegt. Pistolen, Maschinengewehre, Raketenwerfer und Flammenwerfer. Das Spiel hatte alles, was nötig war, um bei einer belebten Kreuzung die Sau rauszulassen. Wenn man sich das Ganze so ansieht, muss man sagen, dass es beinahe wie ein heutiges GTA wirkt, wenn man wie ein Psycho herumballert. Nur dass die Kamera oben statt hinter dem Charakter ist. Der andere große Anteil des Spiels bestand daraus, mit einem der 50 verschiedenen Fahrzeuge durch die Stadt zu brettern. Durch die Radiosender, die schon in diesem Teil Premiere feiern, wird auch das Autofahren nicht so schnell langweilig. Anders als heute wurden damals aber keine echten Lieder lizenziert, sondern extra eigene Songs für das Spiel komponiert. Das Fahndungssystem sorgte dafür, dass die Polizei immer aggressiver versucht, den Spieler aufzuhalten, wenn er Fußgänger über den Haufen fährt. Den Polizisten bei einem hohen Fahndungslevel zu entkommen, stellt sich nicht als allzu einfach heraus. Indem man das Auto umlackiert oder eine der seltenen Bestechungsmünzen einsammelt, konnte man das Fahndungslevel wieder senken. Das war auch notwendig, denn wenn das Fahndungslevel sehr hoch war, kamen Polizisten mit Körperpanzerung und Straßensperren ins Spiel, die das Überleben nicht einfach machten. Anders als heute hatte man pro Kapitel nämlich nur eine bestimmte Anzahl an Leben. Hatte man die aufgebraucht, musste man das Spiel neu starten. Zusätzlich hatte GTA sogar einen lokalen Mehrspielermodus. Einige Freunde auf LAN-Partys werden damals wohl gemeinsam Rennen durch die Stadt absolviert haben. Die Entwickler versuchten alles, um das Spiel spaßig zu machen. Bei den Kritikern kam das Spiel aber nicht so gut an. Das Kamerasystem bekam ziemlich viel Kritik ab, die ich persönlich auch nachvollziehen kann. Für das Video wollte ich in den ersten Teil reinspielen, nach circa einer Stunde habe ich die Kamera, die immer wieder rein und raus zoomt, aber nicht mehr ausgehalten. Wenn ich Kopfschmerzen bekommen will, kann ich meinen Kopf auch einfach in die Tischkante schlagen. Das Gameplay an sich war in den Missionen durch die ungenaue Steuerung laut Kritikern eher frustrierend als unterhaltsam, und die meiste Kritik zielte auf die schlechte Grafik des Spiels ab. Im Vergleich zum Beispiel zu Spielen auf der PlayStation wirkte die Grafik stark veraltet. Zum Vergleich, im selben Jahr erschien zum Beispiel Final Fantasy VII, das zumindest damals grafisch um einiges beeindruckender war. Trotz all dieser Mängel wurde Grand Theft Auto ein großer Erfolg und verkaufte bis zum Jahr 2000 über 1 Million Kopien.
Einen großen Anteil daran hatte natürlich die Marketingkampagne der Hauser-Brüder. Eltern wollten ihre Kinder vor diesem abscheulichen Spiel schützen und es sie nicht spielen lassen. Aber wie ihr aus eigener Erfahrung wohl wissen werdet, wenn einem die Eltern ein Spiel verbieten, will man es erst recht spielen. Und irgendeinen Weg findet man normalerweise immer. Durch den durchschlagenden Erfolg war ein zweiter Teil nur Formsache. Mit GTA 2 sollten die Entwickler den Erfolgslauf fortsetzen. Gleichzeitig arbeitete die Firma Take-Two daran, sich zu vergrößern, was für DMA-Design und die GTA-Reihe nicht uninteressant werden sollte. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, schaut gerne in mein Assassin's Creed Video rein, das ähnlich wie dieses Video hier ist. Damit sind wir am Ende der ersten Folge angelangt, die war etwas länger, weil ich auch die Gründung von Rockstar bzw. DMA Design etwas näher zeigen wollte. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, darin geht es dann um GTA 2 und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video, bis dahin.